Argentiniens neu gewählter Präsident hat mit dem Umbau der Wirtschaft begonnen. Javier Milei erklärte am Mittwoch, er habe ein Dekret unterzeichnet, das Exportbeschränkungen aufheben und Vorschriften lockern soll. Dies sei nur der erste Schritt, sagte Milei in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. Zu den Reformen gehören auch Pläne zur Privatisierung staatlicher Unternehmen. Konkrete Betriebe wurden nicht genannt. Milei hatte dem Land eine Schocktherapie für die Wirtschaft versprochen. Dazu gehören auch massive Ausgabenkürzungen, um die bisweilen dreistellige Inflation einzudämmen. In Buenos Aires protestierten Tausende gegen die Unterzeichnung des Dekrets. Vor dem argentinischen Kongress zogen Menschen auf die Straße, um gegen die Sparpläne der Regierung zu protestieren. Angeführt wurde die Demonstration von Arbeitslosenvertretern, die mehr Unterstützung für die Armen forderten. Über 40% der Bürgerinnen und Bürger des Landes leben derzeit unterhalb der Armutsquote.